Leute, hier ist der Herrpastor 1273 und ich begrüße euch zur zweiten Folge von Yu-Gi-Oh! Deathpool. Heute bin ich mal nicht alleine, heute ist der Quainock dabei. Hallo Quainock. Hey. Hör auf Stein zu nehmen, ich hab Stein genug, Mann. Ja. Ich spiele mit einem sehr nostalgischen Deck und ich weiß nicht, mit was für einem Deck er spielt. Ich weiß es selber nicht. Ich hab's zusammengewürfelt. Was ist das? Ich spiele das Deck von Yugi Muto aus der ersten Staffel, darum auch nur diese eine spezielle Karte hier im Extra-Deck, die ich gern zeigen würde. So, da. Was ist das denn hier? Was ist das? Es kam jetzt eine ganze Zeit kein Video mehr von mir und das hier ist eine Testaufnahme. Wenn das hier funktionieren sollte, wird es hochgeladen, wenn man uns beide hört. Wenn. Wenn man uns beide hört. Was ist das? Ein Sperrroboter! Ich kann meiner dann bei Phase 1 deiner verdeckten Karten angucken. Super, ich glaube aber nicht, dass dein Roboter so lange leben wird. Sei ruhig. Mein Roboter wird das schaffen. Das ist ein keltischer Wächter. Im Anime hieß er Elfenschwertkämpfer. Ich frage mich, wieso sie den Namen nicht übernommen haben. Keine Ahnung, aber es ist ein keltischer Wächter. Ist mein Roboter weg. Angriff. Ich bin kein Freund davon. Du wirst von einem Retro-Deck besiegt. Einem sehr, sehr alten Retro-Deck. Ja, bestimmt in meinem Zug hat er schon wieder ein Monster gelegt. Spielt der Yugi hier. Exakt. Ja, ich habe mit ihm über ein YouTube-Video gesprochen und da sieht man so ein paar kleine Fehler aus der ersten Staffel Yu-Gi-Oh! Zum Beispiel das Duell Yugi gegen Weevil Underwood, wo Yugi einfach mal in Weevils Zug ein Monster setzt oder eine Fallenkarte verdeckt legt. Ach, die schönen alten Zeiten. An dieser Verteidigung kommst du nicht vorbei. Oder wo Yugi Joey zuruft, los Yugi, du kannst dieses Duell gewinnen. Alles klar, ich muss selbst anfangen. Nun, Nerv. Was ist das? Ein Drachenfluch. Um ehrlich zu sein, ich habe gerade Drachenfisch gelesen. Ja, es ist auch eindeutig ein Fisch. Mein Gott, es ist ein Fisch. Ich kenne diese Karte an, ich habe keine Ahnung, was sie macht. Ich hätte mir vielleicht einen Effekt vorher durchlesen sollen, oder? Na komm hier. Keine Ahnung, was es ist, aber weg damit. Es ist ein Büroboter. Oh, ich habe überlebt. Ja, anketten. Du kriegst diesen Roboter nicht weg. Warte, wie viele Angriffspunkte hat das Ding? 1500. Schmeißt gerade einen Büroboter nach dem anderen raus. Und? Mein Ziel ist es, dich zu nerven. Also das will ich noch. Das wirst du nicht schaffen. Was sagst du jetzt? Ich bin total müde, ich weiß nicht warum. Mich. Nun, ich sage nur, du bist dran und ich werde dich weiterhin mit diesem Deck nerven. Ach egal, komm. Was ist das? Deswegen werde ich mal dazu, noch mehr Büroboter abzuwerfen. Ich werf gleich mal hier. Dann hab den sehe ich gerade doppelt. Was? Was? Keine Ahnung, was passiert ist. Nur Roboter. Nein, nur Roboter. Hast du nur Roboter reingenommen? Yeah. Aber weißt du was, ich spiele jetzt meine Trumpfkarte. Aua, meine Trumpfkarte! Los, Barney! Warte. Was ist das? Das ist Barney, der Dinosaurier. Okay.
Weißt du, wer Barney ist? Ja. Okay. Vince würde uns hassen, wenn er diese Folge sieht. Wieso? Weil er Barney hasst? Nee. Okay. Ach so. Hey Vince, ich hab meine Galatine immer noch. Wir haben einen Kumpel, der heißt Steph Sergeant auf YouTube. Könnt ihr auch gerne mal vorbeigucken. Oder vorbeischauen, besser gesagt. Okay. Er macht LOL-Videos, Payday-Videos und CSGO-Videos. Und ab und zu auch mal Assassin's Creed. Hat er eins bereits hochgeladen. Und die sind mitunter ganz lustig. Wenn man auf niveaulose Kommentatur steht. Ist nicht niveaulos, da finde ich das, was du machst, auch niveaulos. Okay, ja, da kann ich nichts gegen sagen, aber trotzdem. Aber du redest wenigstens nicht dabei. Eben, ich mach nur Animationen. Ganz schön steife Animation. Halt die Klappe. Das liegt am Programm. Das stimmt, das liegt an nichts anderem. Nicht an meiner Faulheit, ordentlich Animationen zu machen. Nein, das liegt am Programm. Falls ihr euch jetzt fragt, die Yu-Gi-Oh!-Kenner, die erste Staffel kennen, wieso ist da ein Cyber-Commander, der gehört doch Tristan, die Folge, wo Yugi gegen Bakura kämpft, hat jeder seine Lieblingskarte Yugi gegeben. Tristan gab Yugi den Cyber-Commander. Klappe. Alles klar. Und ich kenne mich sehr gut aus mit Yu-Gi-Oh! Und weiß, dass ich 500 Schaden krieg. Aber ich weiß auch, dass Barney immer zweimal da vorkommt. Oh, what the fuck, Mann! Mich. Ich finde diese Karte so hässlich, ich hasse allgemein die Künstlerkumpel. Das sagst du. Warum denn hast du auch nur drin, weil der Roboter drin vorkommt? Ey, ich habe meine Karten für Roboter eingegeben, was erwartest du bitte? In der nächsten Folge spiele ich mit einem richtigen. Und ich auch. Ich habe nur eine einzige Karte in diesem Deck und die habe ich, glaube, dreimal drin, mit der ich dich nerven will. Wenn ich doch bitte mal die richtigen Karten ziehen würde aus Yugis Deck. Wieso hat der Typ so viel Glück und ich nicht? Hey, ich habe weniger Leben als du, ja. Nein, ich meine die Yugi. Achso. Ne, der spielt im Zug vom Gegner Karten. Hast du eigentlich irgendwas drin, mit dem du dich heilen kannst? Soweit ich weiß nicht. Erstmal, okay. Bevor du auf die Idee kommst, die zurückzuholen. Vielleicht habe ich irgendwas, um sie aus der Verbannung zurückzuholen. Alle weg. Fallen. Was bist? Irgendwie nervbrennendes Land. Ich fand's im Anime besser. Das wollte ich eigentlich gar nicht machen. Ich wollte auf die Karte darüber klicken. Ein super Verteidigungsroboter. Aha. Dreimal kannst du raten, warum der mit dem Deck ist. Weil er Roboter im Namen hat. Du kennst dich aus. Aber auch diese Karten können sehr stark sein. Ich habe schon jemanden gesehen, der damit richtig gut umgehen konnte. Also ich kann es nicht gewesen sein. Nee. Nicht. So. Oh Mann. Egal, das sind wir anders. Nee, weg damit. Ich hab noch mehr davon. Da wo es herkommt, ja, gibt's noch ein bisschen mehr. Zwei Karten. Hey. Und fertig. Hey. Das war's. Das Problem konnte meine geheime Karte nie einsetzen. Solange ist vorbei. Ich hab gewonnen mit einem Scheißdeck. Darf ich das überhaupt sagen auf YouTube? Egal. Tu ich das. Oder? Ja. Ich glaube ja. Nein. Ich kenne viele Video YouTuber, die beleidigen. Also. Dein Video wird jetzt gestreikt. Das wäre so lustig. Dann würde ich auch mal sagen, liebes YouTube, wenn ihr dieses Video strikt, weil ich fluche, guckt euch PeteSmeet an, guckt euch so ziemlich jeden deutschen YouTuber an, wenn er rage. Die fluchen alle. Geh. Und damit beende ich die heutige Folge von Yu-Gi-Oh! Death Pro. Und wir sehen uns wieder. Schönen Tag euch noch, euer Herr Pastor.
Freier Mann. Je. Herrlich. War mein Je noch mit drauf? Ich hab da noch eins. Wir nehmen gleich die zweite Folge auf. Ich möchte kurz anmerken, unser Gespräch.